Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission Bléck über Europa. Hier im Dock. Am 7. Dezember, vor ein paar Wochen, also, hat die Kommission hier eine neue Strategie vorgestellt über die Aviation, die Luftfahrt, den ganzen Sektor, all die Probleme, die wir hier haben und alles, was damit zusammenhängt. Es war so, dass das Parlament sich schon am Vorfeld bemerkbar gemacht hat. Wir hatten eine Resolution gemacht mit dem, was wir uns alle gut vorstellen. Und da sind ein ganz paar die Sachen mit angeflossen, Wettbewerbsfähigkeit, Sozialaspekte, Sicherheit, all die Sachen haben wir erwähnt, dann noch versucht, um dran zu kriegen. Und ich muss so, eine Kommission hat sich ganz viel Arbeit gemacht und noch ganz viel von dem berücksichtigt, was am Anfang Probleme vom Parlament waren, was wir gefordert hatten. Der Luftfahrtsektor beschäftigt rund 2 Millionen Leute in Europa. Wenn ihr natürlich die alles da rundherum noch mit in Konsideration zieht, dann geht es bis über 5 Millionen Leute, die an dem Sektor beschäftigt sind. Und dreht natürlich auch extrem zu einem Wursten bei in Europa. Und es ist aber so, dass wir feststellen, dass wir da an Grenzen kommen. Und das ist ein Punkt der Wursten, an Grenzen kommen. Mehr besonders die Wettbewerbsfähigkeit von unserer europäischen Luftfahrt hält am internationalen Vergleich extrem auf. Und das war eigentlich auch ein bisschen der Grund, für was die Kommission gefordert war, für eine Strategie vorzustellen, für auf die Situation zu reagieren. Wenn man sich die Welt kehrt, weil die Luftfahrt ist nun einmal weltweit zu betrachten, den europäischen Binnenmarkt ist ja seit einigen Jahren liberalisiert, das heißt, das funktioniert, an dem sind mehr offen, es sind mehr Routen beikommen, es sind immer mehr Leute, die fliehen. Aber weltweit verschwindet Europa eigentlich ein bisschen von der Karte, das heißt, die neuen Routen, die beikommen, die sind hauptsächlich an Asien. Und wenn man das guckt, die Fluchtbewegungen auf dem Schirm, dann ist das wie farbige Spaghetti an der Seite. Dass der Wurst aus dem Norden, aus Europa, sich immer mehr verlagert an den asiatischen Raum. Und sind dann noch die Airlines aus den Golfstaaten, hauptsächlich auch China und natürlich auch Türkei nicht zu vergessen. Große Flughafen, den Abgang zu Istanbul. Das heißt, auch das sind in Zukunft Player, die uns wirklich an der Hinsicht leben, schrecklich sauer. Und wir müssen natürlich gucken, wo. Außer dass der Wurstum sich verlagert hat, wo ihn muss reagieren, muss ihn aber auch gucken, dass wir innerhalb von Europa als sogenannten Hausaufgaben mal selber machen. Was können wir intern selber organisieren? Und da sind natürlich Mitgliedstaaten auch in einer gewissen Hinsicht ganz gefordert, ganz stark gefordert. Und zwar kann ich da viel machen, an puncto Steuerpolitik zum Beispiel, auch die neuen Modelle, die sich da etabliert haben. Da ist das immer alles so offen, ist das alles so transparent. Und ich meine, Mitgliedstaaten müssen eine besondere Art darauf werfen, wie sie das in Zukunft wollen gestalten, für den Unternehmen, für den Airlines, vielleicht da Männer, Hürden, Männer finanzieller noch administrativ Hürden aufzuholen. Das ist aber natürlich auch so, dass wir als sogenannten Staatsbeihilfen, dass wir die ganze Rolle müssen auch überdenken. Die Kommission hat ja da für kurzem schon Vorschläge gemacht. Alles das auch als Regional-Airlines, als Regional-Airports, das heißt Regional-Flughäfen, müssen in Zukunft mehr an den Fokus geregelt gehen, müssen die Stellenwert kriegen, man muss darauf hingeschafft gehen. Weil das ist ein wichtiger Aspekt von unserer europäischen Luftfahrt. Und ich meine, da bleibt an der Hinsicht auch noch viel zu machen. Die Kommission fordert auch von den Mitgliedstaaten ein Mandat für weltweit Flugverbindungen, für Verträge, sogenannte Verträge auszuschaffen. Die Kommission, bislang war das ganz viel multinational. Das heißt, Mitgliedstaaten haben mit Brasilien, mit all den Ländern rundherum, mit den Amerikanern Verträge ausgehandelt. Die Kommission verspricht sich, wenn sie das am Namen von Europa machen, dass das mehr ein großes Stärk wäre und dass sie bessere Verhandlungsergebnisse kriegen, wie wenn alle Mitgliedstaaten das länglich. Da stehen große Herausforderungen an, wie zum Beispiel mit Mexiko, wie zum Beispiel auch mit den Asiatischen, mit den Golfstaaten, wie zum Beispiel aber auch mit der Türkei. Das ist alles da. Muss ich sich natürlich vorstellen, wie weit die Mitgliedstaaten bereit sind, das Mandat an die Hand von der Kommission zu geben. Alles das ist noch gar nicht so klar. Die Kommission weiß im Moment noch darüber keine klare Antwort. Da sind natürlich auch Mitgliedstaaten betroffen, also auch Lützburg betroffen. Wir haben als Kagolux ganz viel der Aufkommens mit einer Stelle. Staaten, hauptsächlich weltweit, und auch das wird dann in dem Moment ein bisschen ein Problem gehen. Wie weit, wie gesagt, sind wir bereit, der Kommission
dat de Power ze ginn fir dat Mandat an hirem am Numm vun Europa auszufüllen. Dann ass awer so an do sinnnech bëssen enttäuscht, well Mamberstaaten eigenlech die Sachen, die loch schon do leien an die Sachen, die loch schon desideiert sinn, eigenlech net bereet sinn ëmzusetzen. E ganz einfach Beispiel ass den eenheetlechen europäeschen Luftraum Single European Sky, wo man loch schon ganz viel eigentlich Propositionen festgehalten haben, an welchem Moment ein Dossier aus dem blockiert ist, die wissen, dass der Moment nicht von A auf B an einer Richter Linie geflogen hat, dass verschiedene Luftraumschwierigkeiten sind, dass heißt, wir fliegen eigentlich auf Umwehr, mit der von verschiedenen militärischen Gebieten, die wir fliegen, alles das. Da ging sich vieles vereinfachen lassen, mehr wie gesagt durch die Mamba-Staaten auf der Bremse, als sie nicht bereit, den Dossier so konsequent für uns zu treiben, wie das eigentlich müsste sein. Passagierrechte natürlich auch, brauche ich nicht zu sagen. Ich komme regelmäßig heute darauf zurück. Auch da stehen Mamba-Staaten auf der Bremse und auch da wird nichts geschehen. Man vierwand, dass das Problem von Gibraltar muss gelöst gehen. Da haben wir Wahlen in Spanien gehabt, wir haben Wahlen in England gehabt. Hoffentlich geht es da eine Ouvertüre an der Verhandlung, dass wir da auch an dem Sinn vorkommen. Soziale Aspekte sind aber auch wichtig. Wir kriegen immer mehr prekäre Arbeitsbedingungen, Arbeitsverträge für die Piloten. Prekäre Arbeitsverträge, das heißt über Interimfirmen, über Subcontracting, Subunternehmen, teilweise auch Selbstständige, Scheinselbstständige. Dann das System Fly to Pay. Das heißt, man muss ein Pay-to-Fly-Pader, muss ihn eigentlich bezahlen, für dürfen zu fliehen, muss ihn durch seine Stunden aussammeln, für können die Welt dann zu fliehen. Alles das sind Arbeitsbedingungen für die Piloten, die an eine Richtung gehen, die mir persönlich ganz viel Angst macht, weil für mich als in einem direkten Zusammenhang zwischen den Sozialaspekten, den Arbeitsbedingungen, den Verträgen, alles, was damit zusammenhängt, an der Sicherheit, sodass ich da eine direkte Verbindung herstellen will. Und aber das geht nicht, von geht es mir so gesehen. Das heißt, die Kommission konzentriert sich über die Agence auf den Sujet Sicherheit. Sehe doch immer, dass Sicherheit am Flugverkehr nicht verhandelbar ist, ohne Aufstriche durchgesetzt wird. Für mich wird das alles ein bisschen so, aber trotzdem einen negativen Touch, wenn ich weiß, dass die Arbeitsbedingungen vom Personal auch von den Piloten besonders immer mehr schlecht gehen. Das heißt, auch den wollen sozialen Aspekten muss anständig betrüglich gehen. Auch verschiedene Direktiven, wie zum Beispiel die Homebase, wo ein Airlines, wo eine Fluggesellschaft sich näher lässt, wo sie hier Struktur abbaut, wo sie dann noch Steuern bezieht, Personal, wenn sie sich ähnlich umhält, wo sie dann auf diese Manier günstig Bedingungen für das Personal umzumelden, das heißt Männersozialleisten, Männersteuern. Und das sind alles Modelle, die mir persönlich absolut nicht gefallen, an die ich direkt an eine Verbindung setze, mit guten Arbeitsbedingungen, mit einem Wohlbefinden von den Leuten, von den Piloten, und mit Sicherheit. Und ich meine, auf dem Dossier werde ich mich die nächste Zeit mich verstärkt auch abbringen. Weil ich zwar schon gemacht und mir habe ich immer ganz konkret gefordert. Es ist so, dass auch die staatliche Beihilfe, wo man immer so was Golfstaaten kriegen, das heißt, das erste Moment nach ein bisschen, das muss man noch weiter erforschen. Was das eigentlich da erlebt, was geht hier weiter gemacht an den Golfstaaten, an China, was sind das für Beihilfen? Sind wir da in Europa nicht so viel restriktiv? Verbieten wir da nicht alles, was aber bei den anderen durchaus normal ist? Das heißt, schaffen wir uns da nicht selber Probleme? Müssen wir die nicht möglicherweise abgehen, die Barrieren. Alles das ist auch ein Sujet. Das heißt, heute wird von verschiedenen mehr Liberalisierungen gefordert. Ich muss ehrlich sagen, mir geht die Liberalisierung absolut weit genug. Und es wäre auch wahrscheinlich in der Zeit viermal ein paar die Maßnahmen, ohne an den Protektionismus zu fallen, aber trotzdem ein paar die Maßnahmen zu schaffen, für, wie gesagt, ein gleiches Level zu kriegen, eine Chancengleichheit am Anfang zu kriegen zwischen den einzelnen Airlines. Dann vielleicht das Sujet Umwelt als auch ein wichtiges Sujet, das heißt den ETS, das Sujet, wo wir eigentlich ja die Emissionszertifikate haben, aber auch ein Teil von Airlines belastet, was am internationalen nicht der Fall ist, das heißt am Rahmen von der ICAO, von der internationalen Föderation von den Airlines, geht in einem System geschafft, was im Moment für die ganze Welt gilt. Das könnte aber nicht mehr ganz schwer
Feuer zu stellen, sodass doch hier nach Nachholbedarf bleibt. Wie gesagt, wie geht es los hier? Und das ist ein bisschen die größte Frage. Wir sind eigentlich hier ein bisschen. Die Kommission hat eine ganz interessante Strategie vorgestellt, hat eigentlich einfach Probleme, Herausforderungen abgezählt, die zum Teil auch schon bekannt wären. Und es vermisst ihnen so ein bisschen das konkret haben und es vermisst ihnen so ein bisschen die Antworten auf die Probleme. Das heißt, was soll da geschehen? Die Kommission schwätzt von Guidelines, das heißt Leitlinien, wie sie den einzelnen Partner sollen in die Hand gehen, für sich können da besser zu organisieren, viel besser zu behaupten. Einerseits schwätzt es auch von einem Fahrplan, wie man die einzelnen Schritte dann demnächst sollen gucken. Wie sie das richtig, das konkret, das heißt, machen wir eine Gesetzgebung, was ja, auf was für ein Domänen. Außer der Europäischen Agenz, die soll mehr Pouvoir kriegen, das heißt nicht nur Sicherheitsfragen, so beschäftigt mich auch einer Frage nach Madrid kriegen, das heißt, die Agenz selber soll mehr stark etabliert gehen in Europa, an eine Gesetzgebung zu den Drohnen, wo ich schon für ein paar Meinungen darauf zu schwätzen komme, weil das heißt, Drohnen als etwas, wo ein wo eine Opportunität, also eine wirtschaftliche Entwicklung, die man nicht dafür verschlafen einerseits aber auch die Privatsphäre respektieren, den Datenschutz respektieren, die Sicherheit respektieren. Das heißt, da könnte die Kommission mit einer Gesetzgebung raus, wo wir dann auch als Co-Legislateur also nach Video zu gehen oder wo wir dann mit bestimmen können. Sonst aber muss ich so bleiben wir ein bisschen so. Ja, wir bleiben ein bisschen auf den Erwartungen sitzen. Die waren natürlich auch am Anfang ganz hoch. Das ist aber auch nicht aufgeschlossen. Auf seiner Strategie kann ja auch bekanntlich aber nur noch nach Einzelschritt kommen. Aber wir werden dort die Kommission auffordern, für in die Richtung zu gehen. Für, wie gesagt, gesetzgeberisch für zu gehen, aber auch nach ähnlich, für mit guten Ideen, für mit guten Propositionen an der Steuerpolitik, an auch sonst an anderen, an der staatlichen Beihilfen, an der Etablissement von den Strukturen, von den Unternehmen, Homebase, Regulation und so weiter, die ich für da aber trotzdem mit konkreten Gesetzespropositionen kommen. Wie gesagt, das wäre ein bisschen ein kurzer Abblick über die neue Luftfahrtstrategie. Daraus resultieren, wie gesagt, eine ganze Partie Initiativen, wo ich natürlich auch in Zukunft werde im Laufenden halte. Vielen Dank für die Nachgucken.